Ja, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Heute ist der 17. Mai 2021 und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam auf eine ganz spannende Expedition gehen können. Weil es geht heute um ein Exponat, nämlich das wertvollste und teuerste Exponat, das wir hier bei uns im Museum haben, nämlich eine Original-Apple-I-Platine. Ja, das wird jetzt natürlich nochmal ganz spannend. Jetzt zum ersten Mal gucke ich mir das Video, das wir ja schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben, nochmal an. Und ja, ich möchte das so ein bisschen für euch kommentieren, dass ihr vielleicht das auch nochmal besser versteht, was wir uns dabei gedacht haben und vor allen Dingen, wie wir das in dem Moment empfunden haben. Da konnten wir dann in der Live-Präsentation ja gar nicht so drauf eingehen. Und deswegen werde ich mir jetzt zum ersten Mal das Video, was natürlich noch mich lang ist, das werde ich mir mal angucken, werde das so ein bisschen live kommentieren, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen mitbekommt, mit welcher Anspannung wir auch in das Projekt reingegangen sind, weil wir tatsächlich nicht wussten, ob die Platine der Apple I noch funktioniert oder nicht. Aber bevor wir damit wirklich anfangen, möchte ich erstmal kurz mich vorstellen. Mein Name ist Jochen Viehoff, ich bin Geschäftsführer hier im HNF. Läuft bei mir. Und bin auch schon seit 2005 hier in Paderborn und komme eigentlich aus dem Bereich der Physik, habe auch mal in der theoretischen Elementarteilchenphysik gearbeitet, habe aber auch, da kann ich mich direkt outen, eine echte Vergangenheit als Computer-Nerd. Da möchte ich nachher auch ein bisschen weiter zu erzählen. Aber deswegen ist es für mich halt ein ganz besonderer Tag heute, weil wir ein großes Experiment machen wollen. Und zwar ist dieses Experiment, dass wir unser wertvollstes Exponat, die Apple I-Platine, dass wir die wieder zum ersten Mal überhaupt, also während es das HNF gibt, möchten wir diese Platine wieder in Betrieb nehmen. Und wir möchten dann auch auf dieser Platine mit der Peripherie wollen wir natürlich auch ein bisschen programmieren. Und das ist so die Idee eigentlich unseres neuen Formates. Digging Deep, Digging Deeper. Wir hatten ja die Sonderausstellung schon vor ein paar Jahren hier, wo wir auch nochmal in unser Depot geguckt haben, um ein bisschen kennenzulernen, was haben wir eigentlich noch für Schätze im Depot. Und jetzt mit Digging Deeper wollen wir eigentlich die Schätze, die auch hier in der Ausstellung sind, noch besser kennenlernen, indem wir tiefer in sie einsteigen. Und dafür bietet sich natürlich das Apple I-Exponat an, weil es natürlich ein ganz rudimentärer Computer ist. Und wir werden im Laufe des Tages diese Maschine immer genauer kennenlernen. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Intention auf der einen Seite ist, dass wir gucken, funktioniert das Exponat eigentlich? Und dass wir dann auch zeigen, was konnte man damit eigentlich machen? Und ich glaube, dass es ein wunderbar geeignetes Exponat ist, um auch diese Geschichte des Computers, vor allem die Geschichte, wie der Computer zu uns nach Hause kam, wunderbar erklärt. Also von den Möglichkeiten, von ja, wie ist es eigentlich entdeckt worden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das zentrale Startexponat für die heute wertvollste Firma Apple. Also weltweit, Das ist eine gute Frage. Die wertvollste Firma der Welt ist immer noch Apple und das möchten wir natürlich uns angucken. Wie startete eigentlich diese Geschichte dieser erfolgreichen Firma in einigen Orten im Silicon Valley? Wir werden diesen Orten auch begegnen und möchten sozusagen die Geschichte ein bisschen zeigen, möchten aber eben auch dann diese technischen Tests machen. Und deswegen bin ich total froh, dass ich das nicht alles alleine machen muss, sondern ich habe mir ein super Team dazu genommen. Und das möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Wir haben nämlich hier auf meiner rechten Seite haben wir Gregor Golombek, unseren HNF-Mitarbeiter, der unser absoluter Elektronik-Guru ist, der eben die elektronischen Facharbeiten heute mitbetreuen und durchführen wird. Und da freue ich mich ganz besonders drüber. Rainer Glaschek, unser langjähriger technisch-wissenschaftlicher Berater, der genau für solche Spezialfälle immer mit an Bord ist und mit seiner Kompetenz, seinen Jahrzehnten Erfahrungswissen aus dieser frühen IT-Technologie uns immer mit ganz wertvollen Tipps zur Seite steht und der auch die wichtige Tastatur- und Monitoranbindung auch entwickelt und getestet hat. Da wird er nachher auch ein bisschen was zu sagen. Ja, also mit dem Team werden wir heute zu dritt
Allerdings wird immer nur einer irgendwas was machen an den Objekten. Aber wir werden zu dritt versuchen, eben diese ganze Story des Apple I-Computers euch zu erklären. Und wir stehen also jetzt hier in der Dauerausstellung im zweiten Obergeschoss, genau da, wo unsere Apple I-Platine ausgestellt ist. Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle, bevor ich nachher oben ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Computers erzähle. Ja, aber ich meine, da muss man ja wirklich zuhören, was ich jetzt eigentlich erzähle, oder? Wir haben das hier ein bisschen inszeniert hier. Die Platine ist seit 1996 auch ausgestellt in unserer Dauerausstellung. Und gekauft hatten wir die damals übrigens in der Vorbereitung des HNFs haben wir eine ganze Menge Objekte von Computersammlern aufgekauft. Und dazu gehörte eben auch diese Original Apple I-Platine. Woran man das alles erkennt und Seriennummern, die es natürlich nicht gibt, das werde ich gleich alles nochmal genau oben zeigen. Aber wir haben damals etwa um die 10.000, 11.000 D-Mark für diese Platine bezahlt. Das war erstmal für ein bisschen Elektronikschrott, so wie es aussieht, war das relativ viel. Aber es war uns natürlich wichtig zu dieser Anfangszeit, dass wir dieses Originalstück der Computergeschichte wirklich hier im Nixdorf Museumsforum ausstellen können. Und da haben wir also diese Platine gekauft. Und vielleicht wisst ihr das ja mittlerweile, ist der Wert so in die Höhe geschnellt, dass man heute so eine Platine in einem guten Zustand mit Peripherie oder ohne, dass man die durchaus für 100.000 bis 300.000 Euro ersteigern kann. Also wir haben hier locker 10- bis 30-fache Wertsteigerung in diesen 25 Jahren. Und ich freue mich besonders, dass wir jetzt auch in unserem Jubiläumsjahr uns diesem Exponat wieder widmen, das, wie gesagt, in unser Haus kam über einen Computersammler, der uns die Platine mit einigen anderen wichtigen Exponaten aus der Computergeschichte auch verkauft hat. Wir haben dann irgendwann mal gemerkt, dass dieses Exponat natürlich mit den Jahren immer wertvoller wurde und irgendwann haben wir dann gesehen, dass er auch in Deutschland für über 300.000 Euro versteigert wurde. Und das dachten wir dann, ist mal eine gute Gelegenheit, vielleicht doch mal eine ordentliche Diebstahlsicherung hier mit ins Museum zu installieren. Und wir haben also diese Panzerglashaube dann drüber gebaut. Vorher lag die Platine, man kann sich das gar nicht vorstellen, mehr oder weniger ungeschützt hier auf diesem Werkstisch. Aber grundsätzlich ist unsere Alarmanlage natürlich mit der Polizeistelle hier in Paderborn direkt verbunden. So ist das halt bei uns. Und wir haben jetzt eine alarmgesicherte Vitrine drüber gebaut, haben das so ein bisschen inszeniert, was auch den Stil der damaligen Entstehungsgeschichte auch gut repräsentiert, Bauplan. Es wurde alles mehr oder weniger Hand zusammengesetzt. Da möchte ich nachher ein bisschen mehr zu erzählen. Aber wir haben uns überlegt, hier im Museum haben wir natürlich keine Möglichkeit, einerseits mit dem Laborequipment zu arbeiten. Andererseits dachten wir, ist unser Schülerlabor, ein Labor eben zum Experimentieren, genau der richtige Ort, um diesen Apple I-Board mal genauer auf den Zahn zu fühlen. Und deswegen ist es meine glorreiche Aufgabe. Ich darf also jetzt die alarmgesicherte, ich hoffe, dass unser technischer Leiter die Alarmanlage auch ausgeschaltet hat. Das werden wir aber gleich merken. Ich muss natürlich dafür auch diese elektrostatischen Handschuhe anziehen und überhaupt, unsere Kuratoren arbeiten ja immer mit Handschuhen, wenn sie Originalobjekte anfassen oder bewegen. Ja, diese weißen Handschuhe, das sind natürlich die Klassiker für den Kurator. Der Kurator ist ja derjenige, der im Museum die Objekte anfassen darf, in Vitrinen einräumen, aus Vitrinen herausnehmen darf. Und die weißen Handschuhe sind erst einmal natürlich ein Schutz vor der Feuchtigkeit der Haut, dass die Objekte eben nicht mit dem Schweiß in Verbindung kommen. Aber unser Handschuh, der hatte natürlich noch eine weitere Funktion. Es war nämlich auch ein statischer Schutzhandschuh, weil wir es ja mit einem elektronischen Gerät zu tun haben, das eben auch keine Spannungen von der Person auf die Platine übertragen werden. Vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn ihr Gummischuhe anhabt, durch die Gegend lauft an einem trockenen Tag, dann packt man irgendwo dran und kriegt einen gewischt.
Und das ist natürlich super gefährlich für eine Platine mit empfindlichen elektrischen Bauteilen oder elektronischen Bauteilen. Und diese Handschuhe vermeiden das eben auch, dass man diese elektrostatische Spannung an so ein Objekt überträgt. Ganz richtig, wenn man wirklich es anfasst, das habt ihr dann nachher ja auch im Video, seht ihr nachher noch, dass dann der Rainer, der erdet sich noch mit einem Armband, dass wirklich auch diese statische Aufladung durch Gummisohlen beispielsweise, dass die auch nicht auf die Platine übergehen kann. So, die passen schon mal. Sehr gut. Ja, ich guck mal, ob wir dieses Ding jetzt wirklich aufkriegen. Ja, wir natürlich in diesem Moment, als wir die Platine aus der Vitrine rausgenommen haben oder den Glaskörper abgenommen haben, ich glaube schon, wenn wir das falsch gemacht hätten, dann wäre tatsächlich die Polizei hier angerückt, weil wir diese direkte Alarmschalte haben. Da habe ich mich auf unseren technischen Leiter verlassen, dass das nicht passiert und dass wir nicht von einer herbeieilenden Polizeistreife irgendwie abgehalten werden von unserem Projekt. So, das ist also unsere Apple I-Platine jetzt uncovered und ich nehme sie jetzt einfach mal hier von der Aufständerung herunter und wir bringen sie hoch in unser Schülerlabor. Das ist der Ort, an dem wir auch jetzt unsere Elektronikwerkstatt vorbereitet haben, um diesem Board einerseits die Peripheriegeräte an die Seite zu stellen, andererseits aber auch ein paar Tests zu machen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch auch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte dieses spannenden Teils zu erzählen. So. Seid ihr bereit? Dann gehen wir jetzt einmal nach oben in unser Schülerlabor, um dieses wertvolle Exponat genauer zu untersuchen. Ja, wenn ich in dem Moment jetzt gestolpert wäre, das wäre natürlich ganz blöd gewesen. Also ich gebe zu, ich war da ein bisschen nervös in diesem Moment, ja, mit meinen weißen Handschuhen und habe dann natürlich einmal mehr noch geguckt, wo sind die Treppen, wo ist die Rolltreppe. Und also wenn ich in dem Moment gestolpert wäre und wäre auf eine Kante gefallen, die Platine wäre in zwei Teile zerbrochen, ja, das wird teuer. Genauso blöd gewesen, wie wenn nachher die Platine in Flammen aufgehen würde. Ja, das war also der erste Teil. Bleibt auf jeden Fall dran, denn im nächsten Video erkläre ich euch erstmal in aller Ruhe, wie das damals war mit Steve Wozniak und Steve Jobs, als die im Silicon Valley die Idee hatten, einen eigenen Computer zu bauen. Und im nächsten Video erkläre ich euch ein bisschen die geschichtliche Vorentwicklung dazu.